Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Seemannsgarn, dicker Fisch, anzunehmen bei Steuerfrau Haken in Sturm St. Dahl an dieser Position. Nehme die Quest gleich mal an und darf bei Steuerfrau Haken diese Sprechblase hier anklicken. Wie ihr seht, hat man nun drei Fähigkeiten auf der Leiste. 1, 2, 3. Und man darf nun 12 Landhaie töten. Zwei ist ein Ei. Und die 3 scheint eine Fernkampfattacke zu sein. Werde ich gleich mal testen. Aha, ich wurde verfolgt. Egal. War das schon alles? Und die 3. Aha. Ihr habt es ja gesehen. Man wird zum Gegner gezogen mit der Fähigkeit auf der 3. Heal holen. Die 2 ist ein Ei. Und sie werden betäubt für paar Sekunden. Ich habe mal ein bisschen mehr zusammengepult. Wie man sieht, geht es ganz gut. 9 von 12 und diese Landhaie sind so ziemlich überall in diesem Gebiet bzw. an dieser Küste. Da unten sind auch noch welche. Also sollten genügend da sein. Wie ein Fisch auf dem Tropf. 10 von 12. Jetzt brauche ich noch ein Hai. Als die Haie unter Kontrolle waren, so, nun darf ich den Alpha-Landhai töten. Endlich das Alpha-Tier dieser Bestien finden. Ich zeige euch, wo sich diese Alpha-Landhai befindet bzw. aufhält. Natürlich sind hier auch noch Landhaie. Ohne Finne, es ist auf dem Weg. Ich schätze, das zählt auch als Blut im Wasser. Wie ein Fisch auf dem Trockenen. Und hier sieht man diesen Gezeitenschlund an dieser Position. Und wie man sieht, muss man direkt unter ihn. Zumindest sieht das so aus. Dann kann man erst Schaden machen. Stunnen kann man ihn anscheinend nicht mit der Fähigkeit auf der 2. Immun. Also nur Schaden machen, die ganze Zeit die 1 spammen. Und down. Quest ist nun bereit zur Abgabe. Wie man sieht, wird man zu Steuerfrau Haken geportet, nachdem man den Alpha-Landhai getötet hat. Quest ist also abzugeben bei Steuerfrau Haken in Sturm St. Dahl an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Ciao.